Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Woche die Bierhelme bekommen könnt. Das Ganze geht nur diese Woche, weil es Teil der Eventwoche ist. Und ja, Rockstar Games hat diese Woche wieder das Independence Day Update rausgehauen. Und ja, mit dem Independence Day Update ist auch beim Konkurrenzkampf eine neue Eventware erschienen. Und ja, diese Eventware müsst ihr auf jeden Fall einfach nur einsammeln. So, ihr müsst dann einfach nur ein bisschen rumsuchen, ein paar Lobbys switchen und wenn ihr dann eine Lobby gefunden habt, wo gerade eine Eventware zugange ist, ja, dann müsst ihr euch einfach nur noch da hinbegeben zu dem Ort. So Leute, wenn ihr dann bei dem Ort angekommen seid, dann müsst ihr nur noch die Kiste mit der Eventware einsammeln und ja, jetzt müsst ihr einfach nur noch diese Kiste zum Nachtclub bringen. Beim Nachtclub angekommen, müsst ihr einfach nur noch in die Garage rein und dann werdet ihr automatisch wieder rausgeworfen und dann seht ihr schon neue Kleidung, den Benedikt-Bierhelm habe ich in diesem Fall bekommen, das ist glaube ich der grüne Bierhelm und ja, wenn ihr euch jetzt den Helm dann holen wollt, dann müsst ihr euch einfach nur noch zum Maskenladen begeben. So, beim Maskenladen angekommen, dann geht einfach mal zu den Helmen hin und dann müsst ihr in die Kategorie Spezialhüte. Gut, ich muss jetzt gerade erstmal mein Outfit wechseln, weil ich eine Doppelback drauf habe. Ja, geht einfach in die Helmkategorie rein, dann zu den Spezialhüten. Und da müsste auf jeden Fall jetzt der Bierhelm drin sein, den ich gerade bekommen habe. Das ist in diesem Fall der Benedikt-Bierhelm und da ist er auf jeden Fall. Ja. Das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.